Hallöchen, willkommen. Neue Folge von Star Trek Online. Wir stehen hier vor dem Solsystem, betreten wir auch mal. Ich habe ein bisschen Flottenalarm gemacht, weil wir jetzt in einer Flotte sind. Ich habe einfach random den allerersten angenommen, der angefragt hat. Ja, und in dieser Flotte sind wir jetzt. Das ist die Ace Ring Tactical Strike Force. Alles nette Leute, wie es scheint. Allerdings nur Englisch sprechend, aber egal. Hört uns ja nicht sonderlich. Wichtig war es nur für den Flottenalarm, den man hier machen kann. Da sind wir jetzt gesperrt, 1 Stunde 24, weil wir so niedrig Level sind, dass wir so wenig Schaden machen, dass das System denkt, wir würden nichts tun. Andererseits steckt uns dieses Kacksystem auch in mein Level 50 Flottending herein. Also im Prinzip können wir überhaupt nichts dafür, dass das System scheiße ist. Aber naja, kann man nichts machen. Wir fliegen jetzt mal zur Sternflottenakademie. Brauche ich doch gar nicht weiterfliegen, wir können ja gleich runter beamen. Denn da sollen wir plötzlich mit Lieutenant Ferrer reden. Der ist da hinten irgendwo. Also wenn man das Spiel ohne TOS-Charakter startet, mit der Sternflotte, dann landet man zuerst hier in dieser Gegend. Auf der Akademie. Man muss hier ein paar so Tutorial-Missionen durchmachen. Das haben wir übersprungen, weil wir brauchen nicht zur Akademie. Wir sind ja schon Captain gewesen. In der Original-TOS-Generation sozusagen. Oh, wir kriegen neue Dienstoffiziere, das ist sehr schön. Dienstoffiziere, das kann ich euch ganz schnell erklären hier. Dienstoffiziere, die können so Nebenmissionen machen. Hier zum Beispiel kann man Auftrag beginnen und dann werkeln die los. Wir können auch welche im Raumdienst einteilen. Da müssten wir mal gucken. Hier ist das Zeichen, der ist schon im Raumdienst eigentlich. Ne, im Bodendienst müsste der sein, aber das geht keiner. Warum hat er denn das Symbol da? Ich wollte ihn gerade losgeschickt haben, um was zu arbeiten, egal. Jo. Den Anvisierungen haben wir nicht. Können wir also nicht gebrauchen. Torpedo zu verkürzen. Ja, den nehmen wir mal. Jetzt ist er aktiv im Raum. Und gibt uns diese Fähigkeit. Verkürzt jetzt 50% die Chance, die Wiederholzeit zum 5 Sekunden zu verkürzen für den einen Dings. Ne, das war der hier. Hab ganz falsch vorgelesen. Reduziert die Aufladezeit der Tipp. Los, so. Wir haben den Bodentypen. Okay. Nur, nehmen wir mal mit. Hier, jetzt kriegt er das Symbol. Ich verstehe nicht, warum die anderen das haben. Keine Ahnung. Vielleicht echt, weil ich die losgeschickt habe gerade. Sicherheitsteam. Haben wir überhaupt Sicherheitsteam? Nö, wir haben kein Sicherheitsteam. Dann brauchen wir das nicht. Raum. Oh, Technikteam. Können wir mal gebrauchen vielleicht. Unterstützungseinheit haben wir nicht. Weil das gilt doch für die Fähigkeit, wenn wir das auslösen. Und wir sind kein Techniker. Die haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht. Astrometriewissenschaftler. Und Warp-Fähigkeiten. Ach, was soll's. Wir haben noch Platz, wir können rein. Können wir nachher auch natürlich austauschen, wenn wir jetzt hier mal gucken und wen besseren sehen. Ich habe gerade Haarspray oder Hyperspray. Wir haben kein Hyperspray. Hier sieht man immer die Fähigkeiten, haben wir auch nicht. Gut, dann war es das, die nützlich sind.
Die, die wir nicht haben, die brauchen wir da nicht reinmachen. Hier können wir so eine kleine Mini-Mission machen. Ach, halt die Schnauze. Echt, den ganzen Tag ist das ruhig, weißt du? Und dann, wenn ich aufnehme, dann kommen diese Kackmeldungen. Windows, du bist scheiße. Commander Viala sprechen. Keine Ahnung. Dann können Offiziere historische Datenchips von den Terminals. Er kann wieder Sternflotte abrufen. Die aktuellen Themen sind die jüngsten historischen Ereignisse. Studieren Sie diese Datenchips, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Akzeptieren. Machen wir das mal zuerst. Geschichte 1 und 1 Quadrant. Historischen Datenchip. Ja. Okay, ich habe den jetzt benutzt und... Ach, oh, keine Ahnung. Da habe ich noch keine Ahnung, was das sein soll. Bedeuten soll. Die Geschichte. Besuchen dieser Chemie der Sternflotte. Ja, ja, da sind wir gerade. Müssen wir an die Automaten, jetzt müssen wir hier irgendeine random Frage beantworten. Wo war die USS Kelt so, als sie zerstört wurde? Kann man vielleicht diese Datenchips irgendwie lesen? Sicher nur ein Zeug, aber ich hab keine Ahnung. Haben wir es jetzt richtig geraten? Ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Oh, war wohl richtig. Gut, wir haben mal richtig geraten. Das ist doch schön. So, aber wir wollen ja eine Mission. Episoden. Agents of Yesterday haben wir. Ingonisches Ding. Haben wir wohl durch. Die von gestern. Guck mal hier bei verfügbar. Ich nehme mal hier Stellenbasis 24. Das klingt doch vertrauenserweckend. Ach ne, PvE. Naja, okay, dann bist du für PvE-Zeug zuständig, nehme ich an. Ja, nein, das brauchen wir nicht. Admiral Quinn. Weltraum gestrandet. Malcolm Sissel in the shipyard. He will have more information about the missing vessel than I do. Was? Hier steht aber noch mehr, als du erzählt hast. Also wir sollen die Azura retten. Dana Prott ist ein erfahrener Captain. Bla bla bla. Daran erinnere ich mich. Das akzeptieren wir auf jeden Fall. Und dann düsen wir auch los. In den Quadranten. Das ist, glaube ich, die erste Noob-Mission, die man so machen kann. Deswegen passt das ganz gut, dass wir die jetzt machen. Dann gehen wir wenigstens ein bisschen nach links. Gott, riesig. Bloß weg hier. Diese Tullianer-Schiffe hier. So. Nein, Wolf 359 wollen wir nicht. Ich habe auch hier diese Rufdinger nebenbei noch gemacht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe. Ruf und Dings. Und ich habe vielleicht gerade gesehen. Jetzt ist es mit da weg. Hier so ein paar Gutscheine rübergeschoben für die Lithiumabbau. Habe ich nämlich einige von. Deswegen habe ich hier auch welche hingemacht, dass wir ein bisschen Lithium abbauen können, denn gerade ist noch Doppel-Lithium hier. Aber man kriegt das doppelt raus, deswegen. Das ist
life support failing. Cannot eject warp core. Need immediate evacuation and assistance. Please help us. Ja, ja, das machen wir doch gleich. Ich wollte auch noch nur sagen, dass ich auch noch ein paar Fähigkeiten nebenbei gebracht habe. So. Ja. Ach, das geht hier noch gar nicht los. Das war jetzt nur der Dramaturgie geschuldet gerade. Okay. Im Weltraum gestrandet. Das hatten wir schon. Dankeschön. Okay. Ich habe das jetzt nur beschwungen, weil ich glaube, das hatten wir schon gerade gehört. Wird von Orion-Jägern angegriffen. Und wir müssen ihnen helfen. Wenn wir denn dazu kommen hier. Weil noch sehe ich nichts. Außer eine tolle Kamerafahrt. Okay, da kommen noch mehr. Die haben schon jetzt auf uns abgesehen. Schätze ich mal ganz stark. Oder? Aus. Die Sensoren fangen mehrere kleine Jäger. Auch Abfangkurs auf. Wir müssen uns zunächst um sie kümmern, bevor die Raumschiffe sowas angreifen können. Helfen können, nicht angreifen. Gott, was lese ich denn hier? Scheinmann, volle Energie auf die Schilder. Bringen sie uns in Reichweite. Also warte mal, bringen mich noch nicht in Reichweite. Wir scannen hier mal erstmal fröhlich das Zeug weg. So, Steuermann. Jetzt kannst du mich in Reichweite bringen. So, ein bisschen langsamer. So. Die haben wir schon mal erledigt. So. Jetzt können wir die anderen uns schnappen. Man merkt definitiv, dass es eine Loop-Mission ist. Oh, das sind keine wirklich harten Gegner hier. Da hat ihn der Torpedo getroffen. Hätte vielleicht ausweichen sollen. Was ist denn der andere? Der versteckt sich hier hinter dem Felsen, das ist ja fies. Da. Warum feuern wir nicht? Jetzt. Ich hab ihn doch schon als Ziel erfasst. Hinten habe ich noch die Strahlenbank rein. Daher würde ich gerne dann irgendwann mal ein Geschütztürme reinmachen. Ich weiß, das geht bessere Waffen als Geschütztürme, aber ich finde, als Escort-Schiff wäre das ganz passend. Oh, abdrehen, abdrehen. Das macht Aua. Halten wir mal an. Da ist die Azura. Scannen. Erhöhte Strahlungswerte auf der Azura. Ich habe den Transporter-Chief über die Situation informiert. Sie können sich mit ihr besprechen, bevor sie auf die Azura beamen. Außerdem melden sie sich im Transporterraum. Akzeptieren. So, hier sind wir im Transporterraum. Hallo, Chief. Captain, die Strahlung auf der Azura bereitet mir Sorge. Sie könnte Schaden am Warp-Cannon genommen haben. Aber unsere Sensoren empfangen nicht ausreichend Daten, um bestimmen zu können, was sie dort vorfinden werden. Ich bin mir sicher, Entschuldigung, dass ich sie und das Außenteam sicher auf das Schiff bringen kann. Aber ihre Rückkehr könnte zu einem Problem werden, bis nicht die größten Schäden an der Azura beseitigt sind. Okay. Stellen Sie sich auf das Transporterpad, wenn Sie bereit sind, und seien Sie vorsichtig, Sir. Versuchen Sie, unsere Position zu verfolgen, und bereiten Sie sich auf den Transport von Überlebenden vor. Wir machen erstmal den hier.
Ups, eins wollte ich gar nicht drücken. Geht das auch wieder weg oder? Ach, scheiß drauf. Auf das Ding und runter beamen. Junge. Du stehst da, der Chief war gleich hinter dir. Und trotzdem holst du das Ding raus. Also wirklich. Ich empfange mehrere Lebenszeichen. Einige davon sind vom Captain der Azura und seiner Crew. Aber der Rest sind Orioner. Lass mal Lex versperren unseren Weg zu den Überlebenden. Wir müssen den Kontrollpulte einsetzen, um das Plasma sicher abzulassen. Die Rettung von Überlebenden hat die oberste Priorität. Jawohl. Dann sehe ich auch so. So, und hier Orioner. Hallo. Tag. Ich bin's, ihr freundlicher Captain von nebenan. Nein, keine Orione, das ist brav. Lass mich raten, hier sind welche. Nein, keine Orione. Was los? Oh, hier liegt einer rum. Kennen wir ihn doch mal. Das Crewmitglied ist schwer verletzt und sie haben nicht die benötigte Ausbildung, um sein Leben zu retten. In die Earth gab es ein bisschen die Ausbildung verletzt. Okay. Ja, viel Spaß beim Sterben. Oder so. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir hier eine Wissenschaftlerin dabei hätten, die ihn das hätte vielleicht retten können. Aber okay. Hallo? Ach, da komme ich nicht durch. Na gut. Dip, dip, dip. Lass mal's aus. Da kommt Feinde. Hallo. Wow, der macht hier ein Angriff, Kick, Sprung, das ist ja unglaublich. Oh, das sah interessant aus. Was war das? Wir haben ein Technik-Kit-Modul. Vielen Dank für gar nichts. Yay, die können aber hüpfen hier alle. Oh, noch mehr Orione. Hallo. Oh, ein Grobian. Hat sich jetzt ausgegrobiant hier. So. Lass mal Fluss ist aus. Wir sammeln noch das Zeug hier ein. So. Sehr schön. Dann noch hier. Container öffnen. Wir finden blödes Zeug. Da, weiter geht's. Mal gucken, was hier als nächstes kommt. Okay. Ach, ich gehe mal zur falschen Seite. Kein Orione. Ne, nur wieder halt tote Leute. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich bin falsch rumgelaufen, fällt mir gerade auf. Upsi. Wir müssen da oben lang. Deswegen lag da der komische Typ da oben. Immerhin ist es noch nicht tot. Kennen wir unser Gewissen beruhigen, er lebt noch. So, jetzt aber. Und bestimmt links rum. Jawohl. Und hier sind auch ein paar Gangster. So. Grobian kann auch weg. Sehr schön. Wir haben halt Sachen fallen gelassen. Oh, wir kriegen mal ein Taktik-Kit-Modul. Was haben wir denn da Schönes? Regruppierungsbefehl. Teamheilung, kritischer Schadensbonus auf Gegner. 20%ige Chance, in einem Radius von 25 Metern Feinde zu exponieren. Entfernt alle Exponierungseffekte, okay. Plus 3,3 Trefferpunkte. Schadenswiderstand, kritischer Trefferschaden, cool. Einer. Erstmal hier unten, kommt nach da oben. So. Leiten wir das mal wieder um. Wir vorwärts kommen. Und da sind wir schon beim Captain, nehme ich an.
Der Warpkern wird gescannt, Captain. Katastrophaler Ausfall des Antimaterie-Eindämmungsfeldes. Ein Warpkernbruch droht. Captain, wenn der Einbruch nicht eingedämmt wird, wird die Outsuche zerstört werden. Oh nein! Ja, toll. I'll never let those green pirates have the Azura. Please, take my crew to safety. I'll keep trying to stabilize the warp core. If I'm lucky, I can buy you some time. Ich werde ihre Crew helfen. Aber erstmal scanne ich hier den Nebel. Und zwar das Gas. Die ist ja gefährlich, da können wir nicht hier liegen lassen. Hier einfach so Gas rumschwirrt, das geht nicht. So, was haben wir hier? Kennen Sie den Warpkern? Die Eindämmung des Warpkerns schlägt fehl und es gibt nichts, was Sie tun könnten, um ihn aufzuhalten. Sie müssen ihr aus Team und die Überlebende sobald wie möglich in das Schiff holen. Na gut. Ob hier als Techniker könnte man was machen oder als Wissenschaftler, keine Ahnung. Und jetzt kriegen wir hier eine Sequenz. Cool. Neue Gegner. Dann gucken bitte. Dankeschön. Da, mal ein bisschen aufgepeppt hier. Alle Fähigkeiten benutzt, die wir haben. Immer diese Grobiane. Und war der Gangster gerade kurz ein bisschen blau? Das war seltsam. Was? Ach, Öffnung der Plasma. Arschgeigen. Hätte ich Plasmaleitung öffnen können. Naja. Dankeschön. Jetzt habe ich das verpasst. Kann ich doch nicht ahnen. Das ist schon fies. Begeben Sie sich in den Transporterraum. Wir sind genau hinter Ihnen. Außenteam an Phenom. Sind Sie bereit? Die Strahlenswerte der Azura normalisieren sich wieder. Okay. Die Überlebenden der Azura-Crew befinden sich auf der Transporter-Plattform. Wir haben nicht viel Zeit. Holt diese Leute jetzt vom Schiff. Gerettet. Ein ziemlich guter Transporterplattform für unser kleines Minischiff. Wir haben sie, Sir. Sehr schön. Sensoren zeigen weitere Schiffe der Orion an, Captain. Wir brauchen sie zurück auf der Brücke. Na gut. Dann hauen wir mal ab. Würde ich sagen. Herausbeamen. So. Oh. Ein Kalzianer an Bord. So. Verwenden Sie den Turbolift. Das machen wir doch glatt. In unserem hochmodernen Schiff. Captain, eingehende Nachricht von den Orionern. Kommt auf den Schirm. Leave now, if you know what's good for you, Starfleet. We're taking the ship, her crew and her cargo. Die Azura und ihre Besatzung stehen unter dem Schutz der Sternenflotte. Da kommen sie.
Oh, gar nicht mal so übel. Wow. Der Torpedo, der haut immer ordentlich rein. Der Verstärkte. Ah, jetzt haben wir ein Schlachtschiff. Oh je. Da haben wir einen schweren. Lass mal Torpedo abgeschossen. Gucken, ob der trifft. Ist nämlich nicht sehr wendig. Irgendwo läuft auch ein. Ist immer lustig, wenn der trifft. Jawoll. Boah, der haut ordentlich rein. Zumindest bei den Loop. Ja. Wo ist denn hier der? Da bist du. Ja, da wird der schwere Torpedo nicht viel bringen. Sehr schön. Noch einer hier. Wir holen uns mal das Gas. Oder auch nicht. Captain, wir müssen näher herankommen und versuchen, Captain Broad mit dem Transporter zu erfassen. Wir werden Captain Broad retten. Erstmal. Wie gesagt, das ist gefährlich hier, das Gas. Deswegen müssen wir das einsammeln. Und dann retten wir Captain Broad. Captain Broad, kommt ihr an Bord? Versuche Captain Broad Transporter-Muster zu erfassen, Sir. Wir haben sie, Captain. Ich wusste natürlich, dass sie gerettet wird. Gut. Captain Broad ist sicher an Bord, Sir. Und gerade noch rechtzeitig. Wir konnten sie kurz bevor das Schiff explodierte in Sicherheit bringen. Captain Broad möchte mit ihrer Crew zum Sektorraum gebracht werden. Die Sternflotte wird sie von dort aus nach Hause bringen. Sie sagt, dass sie gerne mit ihnen sprechen würde, wenn sie das wünschen. Ich werde mit dem Captain sprechen. Okay, wie lautet die Mission der Azura? Like you Starfleet types do, but hauling cargo is a good way to make a living. I'm helping people in my own way. You saved my crew. There's thieves, pirates, and a whole lot of trouble if you ask me. Raiders have always been a danger to ships like mine, but the problem has gotten worse since the Orions allied with the Klingons. Now they think they can do anything to anyone. Someone needs you saved my crew. Oops, dachte direkt nicht mehr. I'll tell you whatever I can. Was geschah mit der Azura? Hoping I could make it to the closest starbase, but when the containment field started to collapse, I used every bit of power we had to help stabilize it. The minute I rerouted power from the shields to the containment field, the Orions were there. For all I know, they detected I was in trouble and were waiting for the right time to pounce. You saved okay. My crew. I'll tell you whatever I can. Was werden Sie jetzt tun? Back to Valaris for a few weeks, I suppose. I have enough latinum saved up to get me back on my feet. As soon as I can get another ship, I'll be doing transport runs again. I have customers waiting. Na gut. Saved my crew. I'll tell you whatever I can. Nein, danke, das war alles, Captain. System verlassen. Haben wir mal wieder den Tag gerettet. Ist das nicht schön? So, dann rufen wir mal die Sternflotte. Well done. You saved that crew just in time. Ja, danke schön. Wir bekommen ein paar tolle Sachen. Congratulations, Lieutenant Commander. Gott. Haben wir hier viel gekriegt. Und wir sind ein Level höher. We have a diplomatic mission for you. An important Vulcan ambassador is traveling from his homeworld to the monastery at Pajem. Capturing the ambassador would be a major coup for the Klingons or Orions. So we're assigning you to make sure everything goes smoothly.
You were to escort Ambassador Soketh to Pajem. Please meet him at Vulcan. Once you locate him, speak with him about the transport mission. Do whatever is necessary to keep him safe. Gut. Wir sollen also mit den Botschafter sichern, sozusagen beschützen, was auch immer. Wir verteilen mal den Punkt. Bei der Bam haben wir das auch schon auf 3. No. Dann würde ich sagen, ach so, hier neuer Offizier. Oh Gott, Andorianer wissen, ich glaube, wir nehmen mal Wissenschaftler. Grüße, Captain. Ja, wir haben keinen Platz, ich weiß. Gut, dann können wir jetzt endlich mal Schluss machen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann einfach. Was? Nein, Sekunde. Ach, wir haben noch Bodenfähigkeiten, die verteile ich jetzt noch schnell. Machen wir da einfach weiter, wo wir angefangen haben. Ja, jetzt ist aber Schluss. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.